Servus und hallo auf dem Stand von Raymon auf der Eurobiko in Frankfurt. Wir schauen uns jetzt ein paar Weltneuheiten von Raymon an. Ein Bike steht hinter uns und da schauen wir mal schnell rein. Viel Spaß mit dem Video. Servus und herzlich willkommen auf dem Stand von Raymon. Bernd, vielen Dank, dass du uns heute ein bisschen durchführst über die Raymon-Produktlinie. Vielleicht ein, zwei Worte. Was ist Raymon? Raymon ist eine neue Marke, die seit 4 Jahren jetzt auf dem Markt ist, also wirklich ganz jung, nicht verstaubt, sondern wirklich in allen Bereichen. Das heißt, vom E-Bike bis zum normalen Bike, also auch zum normalen Mountainbike, sind wir überall mit dabei und versuchen, die kompletten Segmente richtig abzudecken. Ja. Klingt mega gut und wir haben jetzt hier eine Weltneuheit vor uns. Genau. Was ist denn hier an dem Rad komplett anders? Also ich sehe Vollcarbonrahmen, wir haben eine hochwertige Magura-Bremse, wir haben Dropper-Post, wir haben ja EP8, oder? Nein, gar nicht. Mehr. Ja. Und das ist das Schöne. Also wir haben hier zum ersten Mal, zeigen wir wirklich ein komplett neues Produkt. Und wir sprechen weniger über Federgabeln, weniger über Schaltungen, ist alles für uns total egal. Wir sagen einfach, wir versuchen das Beste aus drei Welten zusammenzubringen. Ja. Einmal, jeder Mountainbiker weiß, Mensch, wo man vor 20 Jahren mal gefahren ist, hat man Mountainbike mit 12 Kilo, 10 Kilo und immer leichter sind sie geworden. Dann sind wir ja mit den E-Bikes auf den Markt gekommen, 25, 27 Kilo, die besten 30 Kilo. Und hier haben wir jetzt versucht, wieder auf vernünftigen Gewichtsklassen zu kommen. Ja. Das heißt, wir schaffen bei diesem Modell 19,3 Kilo, bei einer mittleren Rahmenhöhe, aber mit Pedale und allem drum und dran, also nichts gemogelt. Wir schaffen das aber auch, was wir die Qualität nicht runterfahren. Also das heißt, wir haben hier in dem Modell ein 400 Wattstunden Batterie. Mhm. Und durch einen Motor, der von Yamaha kommt, ist Zusammenarbeit mit Yamaha, ist das AirDrive-System, heißt sich das Ganze, haben wir die Möglichkeit, einen super starken Motor darzustellen. Vernünftige Reichweiten, weil er natürlich sehr effektiv ist, das Ganze. Und natürlich vom Gewicht her wesentlich leichter, wie die normalen Modelle sind. Wenn man jetzt den Yamaha-Motor noch nicht kennt, du sagst, der ist recht stark, wie viele Newtonmeter bringt er denn? Ja, recht stark für die Gewichtsklasse, das ist ja immer das Wichtige. Wir reden ja immer in der Zwischenzeit von 70, 80, 90, 100 Newtonmeter und noch mehr. Brauchen wir bei diesem Modell nicht, weil wir ja massiv das Gewicht reduzieren, das Effektive besser hinbringen. Der AirDrive hat nur in Anführungszeichen 50 Newtonmeter, aber wenn man den mal fährt, dann wird man merken, wow, der ist super vergleichbar mit anderen Motoren, die wesentlich mehr technische Leistung erstmal haben. Ist ja fast schon dann so ein Minimal Assist Gedanke, plus halt dann doch einen relativ großen Akku mit 400 Wattstunden. Mhm. Habt ihr da ungefähre Reichweitenangaben, die ihr uns geben könnt? Reichweiten ist ja immer ein schwieriges Thema. Wie fahre ich, wie ist die Unterstützung? Aber wir haben es getestet, also wirklich in normalen Gelände, in vernünftigen Gelände sind wir so bei 1200 bis 1400 Höhenmeter oder sprich schöne Tour, 60, 80, 100 Kilometer. Wow, weil, muss man auch noch dazu sagen, das ist nur eines der Modelle, was wir haben. Wir haben dieses Modell dreimal. Also es gibt auch die Schwestermodelle mit 500 Wattstunden Batterie. Mhm. Das heißt, wir gehen da einfach höher. Für den Kunden, der einfach ein bisschen mehr Reichweite möchte, kann natürlich das nehmen. Sind wir dann statt 19,3 auf 19,8 Kilo. Auch, glaube ich, kein Problem. Ja. Und wir haben jetzt das absolute Topmodell aus der Liga hier vor uns. Wo bewegen wir uns denn da preislich? Also preislich ist das Topmodell bei 7.000 Euro angesiedelt und ist dann schön in stufenweise. Mittlere Modell ist bei 6.000 und das Einstiegsmodell bei dieser Linie ist dann bei 5.000 Euro. Wow. Mhm. Also durchaus ein Kampfpreis, kann man fast schon sagen, wenn man sich jetzt da die anderen Wettbewerber von euch anschaut. Wie läuft denn euer Vertriebskonzept? Wenn man sagt, man interessiert sich jetzt für Raymon, wie funktioniert das? Wo kann man euch erwerben? Genau. Für uns ist es ganz wichtig natürlich, wir sind seit jeher, sind wir fachhandelsbezogen. Bei uns ist wichtig, der Service, die Qualität, die muss stimmen. Wir müssen den bei so einem Rad, die Federung muss richtig eingestellt werden, Dämpfer muss eingestellt werden und deswegen geht bei uns alles über den Fachhandel. Wir haben in Deutschland, auf Deutschland bezogen, jetzt ungefähr 500 Fachhändler, wo wir beliefern, sind aber in der Zwischenzeit europaweit unterwegs. Das heißt, wenn man mal in Urlaub ist, in Italien, Frankreich, Spanien, sonst wo, kann man genauso Fachhändler finden natürlich, wenn man Bedarf wäre. Aber Vertrieb ist komplett über den Fachhandel, qualifizierte Fachhandel mit Service. Also wir sind da auch beim Servicegedanken, dass die Ersatzteile vorrätig sind, dass man schnell Hilfe bekommt. Ganz wichtig für uns. Super. Wann sind denn die Räder jetzt von der neuen Produktlinie beim Händler?
Ja, wir haben ja in der Fahrradbranche eine interessante Situation. Ich sag mal, das E-Ray, was wir hier haben, wird irgendwo so im Start vom nächsten Jahr, also das heißt, wenn es in die Saison nächstes Jahr reingeht, wenn die Modelle auch im Fachhandel erhältlich sein, kann man dann testen mit allem drum und dran. Also da sind wir dann verfügbar. Super spannend. Januar, Februar, März. Ja. Mega. Ja, Bernd, wie schaut's aus? Haben wir uns nochmal ein Non-E-Bike, ein Biobike von Raymond anschauen? Sehr, sehr gern. Auf jeden Fall. Dann machen wir das. Bernd, was haben wir jetzt hier für ein spannendes Rad vor uns? Das sieht super cool aus. Ihr habt eine eigene Formensprache, sehe ich hier gerade mit dem Knick. Das ist jetzt typisch Raymond-technisch, oder? Genau, das ist jetzt wirklich Raymond 2022. Also ganz neuer Rahmen, super leichter Carbonrahmen, aber natürlich für einen Fully natürlich extrem strapazierfähig, was wir hier haben müssen. Durch den extrem abfallenden Oberrohr, was wir haben, natürlich Schrittfreiheit, kompakter Rahmen, tolle Sitzposition natürlich damit möglich. Und wie gesagt, das erste Modell aus einer ganz neuen Gattung von Non-E-Bikes, die wir natürlich auch für 22 präsentieren werden. Ja, sieht super spritzig aus, also auch so ein Rad, das zum Chippen fast schon einlädt. Also mich juckt es in den Fingern, wenn ich sehe. Vielleicht können wir ein bisschen drüber sprechen. Was habt ihr da für Specs dran? 29 Zoll Bereifung auch? Genau, wir setzen voll auf 29 Zoll. Klar, großes Trendthema aus der USA, wo wir einfach sagen, wir waren ja lange in Europa mit 27,5 unterwegs, in der Zwischenzeit auch in Europa 29 Zoll absolut bevorzugt. Klar, wendig, spritziges Rad, schnelles Rad damit möglich. Von der Ausstattung her setzen wir auf absolut bewährte Komponenten. Wir haben ein komplettes Fahrwerk von Fox, also das Fox Factory Team drin, was wir hier haben. Also ich glaube, brauchen wir nichts drüber reden, mit das Bekannteste und Beste, was wir auf dem Markt haben. Wir haben eine 1x12 Schaltung, haben eine SRAM-Schaltung hier verbaut. Wir bauen ja bei Raymond beide großen Hersteller ein, also egal ob Shimano ist oder SRAM. Ja. Da gibt es auf dem Modell, kommt es ein bisschen runtergezogen. Also wir haben verschiedene Modelle von beiden Herstellern. Natürlich große Bremsscheiben, gute Bremsleistung, was natürlich Sicherheitsaspekt natürlich auch geklärt ist, was wir in diesem Bereich haben. Also wirklich alles, was Rang und Namen hat, haben wir hier verbaut mit halt wirklich einem extrem guten Rahmen. 150 mm Federweg, typisches All-Mountain in dem Bereich. Ja, eine Frage, ist die Fox 36 customized für euch jetzt hier in der mit den Stickern oder ist sie so auch zu kaufen? Das ist natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Hersteller, tun wir das natürlich für uns machen. Ja, Wahnsinn. Ist im Endeffekt nicht nur wie Standardgabel, aber natürlich für unsere Ausstattung. Wir tun die Abstimmung von Dämpfer auf dem Rahmen natürlich, was das auch wirklich auch für den Endkunden richtig viel Spaß macht. Ja. Und haben ja auch hier dann natürlich den Riesenvorteil, du gehst im Laden, wenn du einen guten Händler hast, der vermisst dich sauber, du kannst die richtige Rahmenhöhe, wir haben hier 4 verschiedene Rahmenhöhen, was wir anbieten, weil wir auch hier natürlich sagen, muss einfach gut passen. Und dann, wenn das Fahrwerk natürlich auf den Endkunden dann noch beim Händler richtig eingestellt wird, ist natürlich Traum. Ja, und da macht eben auch das Vertriebskonzept total Sinn. Du sagst, es gibt 4 verschiedene Größen. Was ist denn die kleinste und für welche Körpergröße ist die geeignet? Die kleinste, wir haben ja auch da immer die Frauen im Auge, weil wir auch sagen, Mensch, wir möchten wirklich alles anbieten oder auch sehr viele Jugendliche in der Zwischenzeit, die natürlich den Sport für sich neu erkennen. Also es geht so Körpergröße, Pi mal Daumen, so bei 1,56, 1,57 los. Ja. Also wirklich jugendliche, kleine Frauen. Ja, und der hohe Rahmen ist dann wirklich, kann ich nicht mithalten, so Richtung 1,90, 1,95, wo wir dann aufhören. Also wirklich große Bandbreite. Ja, auch schön, dass ihr die Jugendlichen im Ziel habt. Ich glaube, mit euren Markenbotschaftern wird auch klar, wo Raymond hin will und wo Raymond landen möchte. Mhm. Und wenn ich das Rad so sehe, glaube ich, habt ihr auch eine ganz gute Chance, die zu erreichen. Ja, das glaube ich auch, weil klar, hier haben wir jetzt wieder das Topmodell, ist natürlich auf einer Messe klar, man zeigt, was Rang und Namen hat. Hier sind wir im Preisbereich bei 4.499 Euro, was aber für die Ausstattung top ist. Aber wie gesagt, wir haben auch die Jugendlichen, die Einsteiger sind. Das heißt, die abgespeckten Versionen gehen hier bei 1400 Euro los als Fully. Also 1400? 1400 Euro. Das ist unser Name, wo wir machen, wo man sagt, wirklich Raymond, Preis, Leistung, Qualität über den Fachhandel mit Service zusammen, wo wirklich gut ankommt. Also 1400 Euro ist natürlich dann ein Aluminiumrahmen, kein Carbon. Ja. Aber die Grundrichtung ist auf derselben Basis und geht dann langsam so in 400-500 Euro Schritten nach oben in verschiedene Zwischenstufen. Und ungefähr ab 2.900, 3.000 Euro geht es mit Carbon dann los. Wow, ja, das ist mega attraktiv. Ja, super spannend, Bernd. Vielen Dank für die interessante Anweisung in Raymond. Behalten wir auf dem Schirm. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt von der Messe, von der Eurobiko in Frankfurt, bleibt auf dem Kanal. Und von Raymond werden wir sicher noch das ein oder andere Video auf dem Kanal machen. Bis bald, bis zum nächsten Video. Vielen Dank, Bernd. Dankeschön.
Ciao.